entwickeln lassen. Haben Sie wirklich Hoffnung, dass dieser Lernprozess doch noch schnell genug einsetzen kann? Ja, ich habe eigentlich die Hoffnung, und zwar deshalb, nicht, wenn ich dran denke, ich müsste den Leuten etwas beibringen, ja, was ich mir im stillen Kämmerlein überlegt habe. Ich halte ja sehr viele Vorträge, ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn Sie über diese Probleme sprechen, dass die Leute eigentlich das sofort verstehen, weil man sie eigentlich nur erinnern müssen, was wir 3,5 Milliarden Jahren eigentlich immer im Hintergrund nicht gedacht haben, was der Sinn der Evolution war, dass sie sagen, selbstverständlich haben sie recht, aber wir können dieses Leben nicht leben, weil die Technik uns zwingt, anders zu leben. Okay, aber ist das nicht ein alter, quasi in dem Sinn auch überholter, aufklärerischer Gedanke? Man kapiert es, man sagt wirklich, alle Menschen sind gleich. Das führt noch nicht zu Handlung. Trotzdem, der Mensch denkt so kurzfristig und kauft trotzdem wieder diese vielen Verpackungen und alles. Nein, der Mensch denkt nicht kurzfristig. Man sagt immer, man denkt kurzfristig. Was man denkt, die Eliten denken kurzfristig. Die Politiker denken über 4 Jahre, die Wirtschaftsleute praktisch nur über 1 Jahr. Und sie sagen, es geht nicht darüber hinaus. Aber sprechen Sie einfach mit ganz einfachen Menschen, ja, mit Leuten von der Straße, mit Künstlern und so fort, die sagen, wir denken selbstverständlich über Generationen, weil wir haben auch Kinder und wir denken an das Fortkommen der Kinder. Politiker sind auch Menschen und warum geht trotzdem nichts? Warum? Oder stimmt das gar nicht? Sie sind ja, wollte Ihnen in der Vorbereitung, habe ich mir das überlegt, vorwerfen, Sie sind ein bisschen der Theoretiker, der da schöne Vorträge hält. Dann habe ich aber gesehen, dass Sie auch die eigenen Hände ein bisschen ins Politgetriebe schon gehalten haben. Sie hatten zum Beispiel direkten Zugang damals zu Gorbatschow, als der die eine Weltmacht dirigierte. Haben Sie die Erfahrung gemacht, man kann auch als so Einzelner die Hand ins Getriebe halten? Hat das mit Gorbatschow einen Einfluss gehabt, was Sie gesagt haben? Ja, ich würde sagen, es hat einen Einfluss gehabt, aber die Theorien sind verschieden. Die Falken sagen, selbstverständlich, Gorbatschow wurde so unter Druck gesetzt, dass er einfach das Handtuch werfen musste. Zum Beispiel mein Lehrer Edward Teller hat gesagt, es ist das SDI gewesen, die Strategic Defense Initiative, was ihn einfach gesagt haben, da kann ich nicht mitmachen, jetzt werfe ich das Handtuch. Nein, Gorbatschow hat gesagt, ich habe gesehen, das ist ein totaler Unsinn in der Richtung, wie wir gehen, und ich bin bestärkt. Haben Sie ihm das erklärt und andere wissen? Andere auch, das waren Wissenschaftler. Waren Sie wirklich dort in Moskau? Ja, in Moskau, er sagte auch, es sind die Wissenschaftler gewesen, es sind die Ärzte gewesen, die Schriftsteller, die sich weltweit zusammengetan haben, und die haben nicht sozusagen im egoistischen Interesse gesprochen. Die sagen, die Welt, die wir vor Augen haben, ist eine andere, die nicht diese Polarisation hat. Jetzt setzt die doch nicht aufs Spiel. Da ist doch Vernunft noch in der Welt. Ihr seht mal ein bisschen ab von diesen Wirtschaftsinteressen oder so. Und bevor man die Welt ruiniert, braucht es so eine Person. Aber wir brauchen vielleicht nicht nur immer Gorbatschow, aber wir sollten alle wissen, dass wir nicht den Eindruck haben, dass wir darüber reden, was die Zukunft uns bringt. Es ist das alte mechanistische Denken, dass wir immer gefragt werden, gerade über die Jahrtausendwende, was wird die Zukunft bringen? So als ob es eigentlich schon bestimmt ist, was es da ist, aber wir sehen es noch nicht. Und wer ist der Hellseher? Nein, die Zukunft hat etwas damit zu tun, was wir heute tun. Und wenn wir anfangen zu hoffen, dann ist das nicht Idealismus und Traumtänzerei. Die Hoffnung ist der erste Schritt, eine Zukunft zu machen, die wir wollen. Wir müssen anfangen mit Hoffen. Das ist was ganz Realistisches. Das hat mit Idealismus nichts zu tun. Der Realist ist ein Idealist, dass er glaubt, was in der Vergangenheit funktioniert hat, wird auch in Zukunft funktionieren. Das ist idealistisch gedacht, dass er immer nur durch den Rückspiegel die Zukunft sieht. Und deshalb passiert in der Zukunft genau dasselbe wie in der Vergangenheit. Nicht aus Naturgesetzlichkeit, sondern was man so sagt, self-fulfilling prophecies. Weil wir die Vorstellung haben, wir haben dieses Wirtschaftssystem, da gibt es keine Alternative. Und alle sagen, es gibt keine Alternative, es gibt keine Alternative. Und dann passiert etwas, was keine Alternative ist. Wir müssen einfach optimistischer sein. Wir denken die Zukunft. Das heißt, wir brauchen eine andere Welt. Wir müssen andere Modelle denken. Und dann kommt auch diese andere Welt. Und wir haben 6 Milliarden Menschen, die sich ohnmächtig fühlen. Oder 6 Milliarden Menschen minus paar Millionen, ja, die sich ohnmächtig fühlen. Wir sagen, denkt das Richtige und dann versucht, auf das hinzudenken. Und dann fängt es schon an.
Und haben Sie den schönen Begriff geschaffen, habe ich in Ihrem Buch gelesen, es muss eine vierte Gewalt geben, eine konstitutive, also das wären diese Menschen, die ihr Schicksal in die Hand nehmen. Und ich weiß auch, das machen Sie dann auch. Also und dann sprechen Sie mit den Indianern in Amerika und versuchen gemeinsam weiterzudenken. Ja, und das hat man ja auch hier in der Schweiz auch, was man so Zukunftsräte nennt, weil wir sagen, die Demokratie, die beschließt ja mit Mehrheiten, aber wir müssen in Betracht ziehen, dass viele nicht mitbestimmen, die hinterher die Folgen tragen, nämlich die zukünftigen Generationen. Wie können wir demokratisch abstimmen unter Einbeziehung zukünftiger Generationen? Das können wir nicht machen. Und dann ist der Vorschlag, wir sollten vielleicht eine dritte Kammer oder ein Zukunftsrat machen, der ähnliche Funktionen hat, wie sozusagen, also bei uns ist das mehr die Judikative als die richterliche Gewalt, die sagt, ist dieses Gesetz im Einklang noch mit dem Grundgesetz oder mit der Verfassung. Wir brauchen einen Rat, der sagt, ist dieses Gesetz im Einklang mit Zukunftsfähigkeit? Oder löst es eigentlich das Problem nicht, sondern schmeißt es dem anderen in den Garten oder vererbt es an zukünftige Generationen? Das ist euer Bier, wie ihr es löst. Oder es wird der Erde aufgebürdet. Ja, ja, es ruiniert dich, aber es ist nicht unser Bier. Jetzt haben wir einen Konsens. Wir sind alle einer Meinung, das machen wir. Wir haben den Profit. Wer das Problem endgültig löst, das sind dann andere. Wir brauchen eine Instanz von dieser Art. Wir kommen schon zum Schluss des Gesprächs. Ich möchte Sie zum Schluss noch mal etwas Persönliches fragen. Sie sagen, wir brauchen die Hoffnung. Diese Einsicht, dass die Welt ein Ganzes ist, dass eigentlich das Ganze zuerst ist und wir wahrscheinlich auch als Menschen nur ein Teil sind, gibt das Ihnen auch Hoffnung, Trost, ein gutes Gefühl im Persönlichen, wenn Sie über Fragen wie den Tod nachdenken oder Gott? Ja, ganz genau. Ich meine, es heißt eigentlich, dass wir aus dem Ganzen nie herausfallen. Man sieht die Welt an, alles, was wir als Realität bezeichnen, ist eigentlich nur eine Artikulation des Ganzen, so wie wenn Sie ein Bild ansehen und dann schauen Sie auf das Auge der Madonna, dann nehmen Sie, schneiden Sie es nicht daraus, sondern Sie sehen das immer als ein Teil und auch Ihre Existenz hier ist immer, ich sage, es ist so ein Schaumkrone auf einem Meer, nicht? Diese Welle geht herunter, der Schaum verteilt sich, der Schaum ist immer noch da. Trotzdem als Individuum möchte man doch nicht Abschied nehmen. Tröstet Sie das wirklich oder, wenn ich ganz direkt fragen darf, bleibt trotzdem ein bisschen Angst vor dem individuellen Tod übrig? Nein, überhaupt nicht. Weil das, was an mir wertvoll ist, das bleibt ja. Da steht auch nicht mein Name Hans-Peter Dürr darunter. Das ist der Geist von Hans-Peter Dürr und genau in die, ich möchte es gar nicht, dass er in dieser Verpackung auch bleibt. Aber das, was in mir an Schön erlebt ist, das möchte ich, dass das weiterlebt und das bleibt auch. Das heißt, wir haben wieder neue Menschen auf dieser Welt und die sagen, ich habe eine tolle Idee heute bekommen. Erschöpft aus meinem Glück, schöpft er auch sein neues Glück wieder. Das heißt, der Apfelbaum, der wieder blüht, in Erinnerung an den Apfelbaum, der in der Vergangenheit geblüht hat. Das heißt, die Erinnerung daran, dass ich weiß, was Blüte bedeutet. Herr Dürr, ich danke Ihnen. Danke.